und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, heute soll es sich alles um Basen in Palworld drehen. Ich werde euch die besten Stellen zeigen, die ich für mich herausgefunden habe, wo ihr eure Basis erbauen könnt. Ich muss allerdings eins vorweg schicken, nämlich dass ich nirgendwo auf diesen Standpunkt hier kontrolliert habe, wie gut oder schlecht eine Basis verteidigt werden kann. Weil es geht mir persönlich in erster Linie um die Optik. Es soll ja jeden Spaß machen, der das Spiel spielt. Den einen macht es Spaß, seine Basis zu verteidigen. Den anderen macht es einfach Spaß, friedlich irgendwo etwas zu bauen. Oder vielleicht sogar sich ums Housing zu kümmern und ähnliches. Und bei mir steht, wie gesagt, als erstes der Aspekt der Schönheit sozusagen im Vordergrund, also sprich, wo kann ich schöne Basen bauen, wo sieht es auch für mich persönlich schön aus von der Optik, von der Umgebung her und natürlich auch, wo ist das Ganze gut funktional. Diese Basis, die ich jetzt hier habe, wo wir uns gerade befinden, die könnt ihr ziemlich zu Beginn schon aufstellen. Und zwar normalerweise fängt man hier auf der Ebene des Aufbruchs an. Und da müsst ihr einfach nur hier ein bisschen herunterlaufen, den Wasserfall entlang. Und dann kommt ihr etwa an den Koordinaten 231 und minus 486. Da könnt ihr dann eure Palbox aufstellen. Und ja, ihr könnt wirklich alles hier drin unterbringen. Ihr könnt sogar bis zu 3 von diesen Tiergehegen unterbringen. Ich habe das jetzt hier auf der Basis noch nicht umgestellt. Aber im Let's Play habe ich das gemacht. Da kann man wirklich 3 nebeneinander machen. Ihr könnt theoretisch auch noch eine Oase reinstellen, wenn ihr das optisch schön findet. Und alles andere, was ihr braucht, funktional, das könnt ihr alles im Haus reinmachen. Ich habe da hinten zwar erst 2 von den 3 Fließbändern drin, aber da passen auf jeden Fall auch 3 rein, wenn ihr eine größere Base macht. Und hier oben in der Etage habe ich ziemlich viel Deko, das Bett und noch ein paar andere Elemente wie Alchemie und so weiter. Ihr könnt theoretisch auch hier vorne den Platz noch nutzen, indem ihr, ich glaube, 3, also 3 mal 2 noch in der Länge dranhängt und da einfach noch 2 große Felder drauf macht, zum Beispiel ein Salatfeld und ein Tomatenfeld. Hier habe ich noch nicht alles drin in der Base, aber hier könnt ihr zum Beispiel 2 Hochofen machen, einen Teil von der Küche machen, damit man auch gut da dran kommt, also damit die Pals gut drankommen. Hier hinten sind Felder aufgebaut. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr auch entsprechend eine große Weite, einen großen Abstand habt, ungefähr 3, ich sage es mal, Paletten breit. Von den Untergründen her, dann passt das auch, dass ihr alles da drauf bekommt. Ihr seht, habe ich hier alles Notwendige drin stehen. Ja, und dann kommen wir direkt zur zweiten Basis. Hier wären wir nun auf meiner zweiten Base. Aktuell benutze ich die noch nicht von der Optik her, sondern habe mir das jetzt nur so ein bisschen draufgestellt. Deswegen sieht es auch ein bisschen klobig aus. Aber im Endeffekt habt ihr hier genug Platz, um euch etwas aufbauen zu können. Und zwar befindet sich diese Base in 189 und minus 39. Der Clou an dieser Basis hier, ihr müsst zwar ein bisschen schauen, dass ihr relativ eng baut, weil ihr habt im Endeffekt, um wirklich ein Haus zu bauen, wenn ihr das möchtet, nur hier in der Mitte diesen Platz, was natürlich problematisch wird wegen der Palbox, oder tatsächlich hier auf der Seite. Da habt ihr dann allerdings von hier aus an die Möglichkeit, bis hier komplett rüber zu bauen. Also da könnt ihr auch schon ein größeres Haus mit herstellen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, mir persönlich war es jetzt nicht so wichtig, weil ich das jetzt nur als Farm benutze. Und hier habt ihr dann 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube es waren sogar 6 Erzvorkommen, die ihr hier finden könnt. 5 stehen auf jeden Fall aktuell da. Und auf der anderen Seite habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steinkohle vorkommen. Das ist zwar für den Anfang noch nicht so wichtig, aber wenn ihr schon fortgeschritten seid, dann ist die Steinkohle auch sehr, sehr wichtig für euch. Die nächste Base wäre dann hier oben. Und zwar liegt diese Basis bei minus 255 und minus 365.
Die Bäume fand ich persönlich, ja, jetzt nicht so hundertprozentig schön. Ich fand es aber schön, dass Bäume in der Umgebung sind. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben auch alles in der Nähe. Wir haben da hinten so ein Wildererlager, wo wir regelmäßig vorbeikommen können. Eigentlich haben wir hier auch eine schöne Optik. Und wir haben, was sehr wichtig ist, hier ein Lager von Erz mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vorkommen von Erzen. Ich habe es jetzt nicht so hundertprozentig genau gebaut, dass alle Erze auch wirklich abgebaut werden können. Ich fand das jetzt nicht so wichtig, weil ich kann auch immer mal wieder zwischendurch dahin laufen. Ihr könnt es natürlich so stellen, dass ihr das ganze Erz dann mit drin habt. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, ich fliege mal ein bisschen höher. Es ist wirklich eine schöne große Fläche. Da sind normalerweise noch ein paar Bäume hier im Weg. Die habe ich jetzt erstmal weggeholzt. Und man kann tatsächlich alles stellen. Ich habe jetzt aktuell hier vorne etwas zum Ausbrüten der Pals. Dann habe ich zwei, man könnte natürlich auch noch mehr hinstellen, von diesen Tiergehegen, sage ich jetzt mal, wo die dann für uns Sachen produzieren. Dann habe ich hier noch eine Quelle hingestellt. Und das, was ich sehr, sehr schön hier fand an dem Bereich, war dieser kleine Teich, der das Ganze auch optisch noch mal ein bisschen aufwertet. Natürlich, wie immer, haben wir dann auch, wenn es eine richtige Basis ist, einen Ort, wo wir dann unendlich Steine sammeln können, unendlich Holz sammeln können. Und ich habe mir hier schon mal so ein bisschen eine Base hingestellt. Die sieht ein bisschen klobig aus, nicht ganz so gut wie die andere. Aber sie sollte jetzt hier auch in erster Linie erstmal ein bisschen funktionaler sein. Ich werde hier noch ein oder zwei von den großen Feldern mit da reinstellen, die dann so hier vorne so davor sind. Hier unten sind nochmal zwei kleine Bärenfelder drin. Und im Endeffekt reicht der Platz tatsächlich für alles, was man sich in eine normale Base reinmachen möchte. Hier sind die Palbetten drin, da wird dann noch mit der Zeit eine komplette Riege mit dazukommen. Hier ist genug Platz, um da tatsächlich die Fließbänder hinzustellen. Wenn das nicht ausreichen sollte, kann man immer noch ein bisschen weiter nach vorne bauen, um die Fließbänder da reinzustellen. Ich meine, es sollte aber eigentlich reichen von der Länge, wie ich es gebaut habe. Wenn nicht, muss ich mich halt noch ein bisschen vergrößern. Dann hier oben, die andere Etage, habe ich auch noch nichts hingebaut. Aber wie ihr seht, es ist massiv Platz, um etwas hier hinzustellen. Theoretischerweise könnte ich die Fließbänder auch nach hier oben stellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Pals tatsächlich hochkommen. Also wir haben schon vieles ausprobiert. Bis zur zweiten Etage kommen sie, bis zur dritten in der Regel nicht. Also höher als bis zur zweiten Etage oder wenn man so möchte, Erdgeschoss und erste Etage, werden die Pals nicht kommen. Aber ja, also die dritte, die könnt ihr euch sparen. Da könnt ihr dann im Endeffekt nur Deko reinstellen. Und ich fand hier halt diese Umgebung sehr schön. Und ich fand die Optik hier eigentlich auch sehr schön. Gerade mit diesem kleinen Bach, den man dann hier hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, baue ich einfach mal eine Basis hier rein. Wo ihr auch noch eine Base machen könnt, eine Base, die sehr funktional ist, später wirklich sehr wichtig wird, allerdings, wo ihr nicht ganz so viel Platz habt wie auf anderen Bases, das ist genau hier. An den Koordinaten minus 211 und 253. Und zwar ist das Ganze hier mitten im Eisgebiet, deswegen kann ich euch zumindest von der Optik her nicht unbedingt empfehlen, dass ihr hier eine Basis aufbaut. Aber ich wollte sie trotzdem erwähnt haben, weil es gibt hier ein Erzvorkommen und es gibt satte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vorkommen von Rheinquarz. Und das werdet ihr auf jeden Fall noch für sehr, sehr viele Sachen im Endgame gebrauchen. Dementsprechend ist es immer gut, zumindest einen Portpunkt hier zu haben. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, eine komplette Base aufbauen. Ihr seht ja, wo hier unten die Grenze ist. Das heißt, ihr könntet jetzt zum Beispiel hier hinten komplett ein Haus aufbauen, was größer ist. Dann habt ihr natürlich für alles andere nicht mehr so viel Platz. Aber ich sag mal, es bleibt immer noch genug Platz, dass ihr euch mindestens zwei Tierfarmen noch dahinsetzen könnt. Vielleicht nicht mehr unbedingt eine Zuchtstation, weil es dann schon etwas enger wird. Aber die wichtigsten Sachen, denke ich mal, kriegt man hier auf jeden Fall unter, inklusive eines größeren Hauses. Die nächste Location, die auch noch schön aussieht und auch noch einen sehr guten Nutzen hat, ist diese Location hier. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vorkommen von Erzen.
Wir können uns sogar so bauen, dass wir, wenn man das denn möchte, sein Haus hier oben drauf bauen kann, dann die Treppe runterlässt und dann unten den Bereich in erster Linie zum Farmen benutzt. Das müsst ihr so ein bisschen entscheiden. Ich habe jetzt hier leider noch keine Base hingemacht, weil man ja pro Spielstand leider nur 3 Bases machen kann, wenn man keinen Mod benutzt. Und aktuell ist ja auch noch die Frage, ob man Mods überhaupt noch benutzen darf, weil da ja so eine ganz komische Anmerkung vom Hersteller gewesen ist. Und wir jetzt alle hoffen und bangen, dass wir die überhaupt noch weiter benutzen dürfen. Oder ob sich das nur diese Anmerkung auf die Mehrspieler-Accounts bezieht. Wir wissen es halt nicht genau. Es kann halt sein, dass man von den Mehrspieler-Accounts verbannt wird von den Online-Accounts, wenn man Mods benutzt. Es kann sein, dass es sich tatsächlich nur um Cheating-Programme handelt, die da erwähnt wurden. Aber da sich die Entwickler da nicht zu äußern und wirklich null Reaktion kommt, sollte man auf jeden Fall ein wenig vorsichtig sein damit. Ich habe zwar noch mal einen Fotomod drin, wie ihr sehen könnt, aber alles andere werde ich mir erstmal nicht installieren. Obwohl ich natürlich liebend gerne, wenn es schon keinen Kreativmodus gibt, wie in jedem anderen Spiel auch, dann wenigstens einen Mod hätte, wo ich dann endlos viele Basen bauen könnte, sodass ich halt eben auch wirklich meine Videos vernünftig produzieren kann. Stattdessen muss ich immer wieder neue Spielstände anfangen und habe da dann halt leider nur die Möglichkeit, bis zu 3 Bases zu bauen. Die Koordinaten hierzu sind übrigens 15 und minus 528. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Spielstand anfangen, wo ich dann hier in dieser Location eine Basis baue. Ich denke, ich werde sie so bauen, dass ich die meisten Vorkommen hier unten, die Erzvorkommen, mit einbeschließen werde. Vielleicht die hinteren 2 oder 3 hier nicht. Dafür aber eine größere Stelle dann auch habe, wo ich dann hier oben mein Haus bauen kann. Also alles für mich persönlich, was ich brauche. Unten dann nur noch die Sachen habe, um da eine Ecke für die Pals zu machen. Oder damit sie Holz holen können unendlich, damit sie Steine holen können unendlich und so weiter. Und natürlich auch Beeren erzeugen. Ich brauche auf jeden Fall eine Ecke, wo ich dann Zuckerwatte erzeugen kann. Das ist natürlich immer das für mich persönlich Beste, um die Pals zu füttern. Aber wie gesagt, ich wollte euch diesen Ort hier nicht vorenthalten. Wenn ihr diese Basis erreichen wollt, dann startet ihr wie normalerweise immer in der Ebene des Aufbruchs. Lauft einfach hier den Weg, ich sag mal am Wasserfall entlang, immer weiter runter zum Hochland des Grasriesen. Dann lauft ihr weiter hier runter, haltet euch dann allerdings links, so dass ihr dann zum kleinen Dorf hochkommt. Da müsst ihr dann ein bisschen vorsichtig sein, weil hier in dem Gebiet ein paar Wilderer sind. Besonders hier vorne gibt es ein wilderer Dorf. Da müsst ihr im Endeffekt dran vorbei. Das heißt, ihr solltet hier den Weg hochnehmen, einmal über diese Brücke laufen. Am besten habt ihr in der Zeit schon ein paar Sphären und ein paar Pals gesammelt. Dann könnt ihr nämlich einen Pal rauslassen, um die Wilderer abzulenken. Einfach direkt auf das Schloss zulaufen, den nächsten Pal befreien, damit ihr den auch direkt mitnimmt. Und dann einfach hier weiterlaufen, relativ küstennah. Und dann hier den Weg runterkommen. Und dann kommt ihr hier aus. Mein Lager, ich bin jetzt hier auf einem anderen Account, ist genau auf 7 und minus 523. Das heißt, wenn ihr die Box platziert, sollte die ungefähr so aussehen, dass die etwas kurz vor dem Erz ist. Dann habt ihr die weiteren Erzvorkommen hier soweit auch eingeschlossen. Ihr könnt es noch einen Ticken weiter rausmachen, weil ich habe den letzten Erzklumpen jetzt nicht mehr mit drin. Aber ihr seht schon, ihr habt im Endeffekt dann die komplette Fläche hier unten ausgebaut. Und wenn ihr dann nun hier hochklettert, da solltet ihr dann natürlich dementsprechend eine Treppe bauen. Dann seht ihr, könnt ihr ja auch noch ein recht großes Haus bauen obendrauf, sodass ihr hier sogar eure erste Base direkt errichten könnt von Anfang an. Ja, hier mal einen ganz kleinen Ausschnitt von der Basis, die man hier beispielsweise bauen kann. Ich bin leider erst Level 24 und ich habe noch nicht viel gemacht. Ich habe also noch keinen Vogel geholt zu diesem Zeitpunkt, aber ihr seht, ich habe schon mal das Wichtigste aufgestellt hier auf der Basis. Es ist noch sehr weitläufig. Ich habe 2 Zerkleinerer hingestellt und dann endlos Steine, endlos Bäume.
hingestellt. Dann habe ich schon mal etwas zu essen reingestellt, die Betten hingestellt. Die werden natürlich noch alle umgezogen. Ich denke mal, die bekommen alle noch ihren eigenen, entweder Platz im Haus oder ein eigenes kleines Häuschen. Da muss ich mal gucken. Hier unten die Sachen, die werden alle mit der Zeit weggehen. Und ja, so sieht das Haus aus. Ich kann es leider, wie gesagt, nicht mit einem Flugpal zeigen. Aber damit ihr schon mal eine kleine Eingebung bekommt. Ich habe es jetzt so gebaut, weil da hinten alles blau war und nicht mehr in dem Bereich drin war, dass das so ein bisschen verkantet ist von innen. Von außen dann allerdings nicht. Hier unten sollen dann später mal die drei Bänder hinkommen. Also die Fließbänder, alles andere wird dann hier vorne hingestellt. Und ja, ich muss mal schauen, entweder schlafen die Pals dann hier auf der Seite oder die bekommen was Eigenes. Und hier kann man dann nochmal hochgehen. Viel habe ich hier noch nicht gemacht. Ich habe mir nur ein Bett reingestellt, aber hier werden noch verschiedene Räume eingebaut. Und hier an den Seiten kann man dann rausgehen. Da werde ich mir das Ganze dann absperren, dass das hier so eine Art Terrasse wird mit Sitzgelegenheiten und so weiter, sodass man auch einen schönen Überblick auf seine Base hat, die ich euch nochmal kurz zeigen kann von oben. Aber nochmal angemerkt, die Base ist natürlich noch nicht fertig. Wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht sogar weiterhelfen konnte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr dürft natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr diese Ortschaften schon kanntet oder ob ihr vielleicht noch weitere Punkte habt, wo man gute Bases bauen kann. Wenn ich noch welche finden sollte, dann werde ich nochmal ein zweites Video machen zu den 5 besten Punkten, von wie ich finde, wie man seine Bases erstellen kann. Bis zum nächsten Video. Ciao. Hey. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.